tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Format Kilians Pokémon Lexikon. In diesen Videos werde ich euch einige meiner Pokémon vorstellen. Dabei werde ich auch ein wenig ins Detail gehen und ein paar Tipps für eine mögliche Spielweise geben, sowie einige Pokémon, die gut mit dem vorgestellten Pokémon zusammenarbeiten können. Aber genug der Vorrede, kommen wir zum interessanten Teil. In dieser ersten Folge werde ich euch mein Lieblings-Pokémon Zwadronen vorstellen. Zwadronen ist die Weiterentwicklung von Otaro und die Vorstufe von Atmurai und hat wie dieser einen Mono-Wasser-Typ, was ihm eine Schwäche gegen Elektro- und Pflanzenattacken gibt, sowie eine Resistenz gegen Feuer, Wasser, Stahl und Eis. Immunitäten besitzt Zwadronen keine. Als nicht voll entwickeltes Pokémon lassen seine Basiswerte zwar ein wenig zu wünschen übrig, allerdings lässt sich auch hier ein bisschen was rausholen. Die EV verteilen wir voll in KP und Angriff, zusammen mit einem harten Wesen, um den Angriff noch weiter zu erhöhen. Die letzten 4 EV kommen in die Initiative, da es einige Pokémon mit 60 Init-Base gibt, die wir mit einem Punkt mehr noch überholen können. Insgesamt haben wir jetzt zumindest einen brauchbaren Angriffswert und einen guten KP-Pool, um einige Attacken wegstecken zu können. Als Fähigkeit haben wir zwei Optionen, Sturzbach oder Panzerhaut. Beide Fähigkeiten sind nützlich, ich bevorzuge für diese Set jedoch den Sturzbach. Später mehr dazu. Zum Moveset. Da wir volles Investment im Angriff haben, benutzen wir zum Angreifen hauptsächlich physische Attacken. Kaltklinge ist meine persönliche Lieblingsattacke. Sie bietet einen ordentlichen Schadenswert und hat eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, die Verteidigung des Gegners um eine Stufe zu senken. Alternativ kann man hier auch Kaskade oder Nassschweif spielen. Allerdings hat Kaltklinge den besten Zusatzeffekt und gibt hier auch definitiv Style-Punkte. Kreuzschere ist eine gute Coverage-Attacke gegen Pflanzen-Pokémon. Wasserdüse gibt Zwadronen eine Prio-Attacke. Zum Schluss noch der Schwertzanz. Dieser boostet Zwadronens Angriff um 2 Stufen, wodurch seinen Angriffswert verdoppelt. Als Item benutzt man den Evolit. Dieser erhöht den Verteidigungswerte von Pokémon, die sich noch entwickeln können, um 50%, wodurch unser kleiner Otter in beiden Verteidigungswerten auf 234 kommt. Zusammen mit seinem guten KP-Wert kann er so einiges wegstecken und gibt ihm so die Gelegenheit, einen Schwertanz zu boosten, ohne zusätzlich geschwächt zu werden. So viel zur Theorie. Wollen wir mal sehen, was unser kleiner Otter in der Praxis auf die Reihe bekommt. Im Kampf hat Zwadronen prinzipiell 2 Rollen. Zum einen ist er ein Revenge-Killer für geschwächte Pokémon. Zögert nicht, ihn einfach mal im Kampf zu schicken, wenn euer Gegner gerade eines eurer Pokémon ausgeschalten hat und dieser nur noch wenige KP übrig hat. Eine Wasserdüse reicht meist aus, um geschwächte Pokémon außer Gefecht zu setzen. Solltet ihr merken, dass euer Gegner so etwas gut predikten kann, könnt ihr euch einfach versuchen, auf die Kreuzschere zu gehen. Sollte euer Gegner nun auf ein Pflanzen-Pokémon wechseln, so bekommt es nun massiv Schaden. Unter Umständen könnt ihr es im Anschluss sogar mit einer weiteren Kreuzschere oder einer Wasserdüse K.O. setzen. Achtet hierbei aber auch auf die Init-Werte. Lasst Zwadronen keine Pflanzenattacken abbekommen und wechselt lieber aus, wenn ihr euch nicht sicher seid. Zwadronens zweiter Job im Team ist der Late-Game-Sweeper. Wenn ihr alle Konter aus dem Weg geräumt oder weit genug geschwächt habt, könnt ihr versuchen, einen Late-Game-Sweep hinzulegen. Zwadronen sollte hierfür noch möglichst volle KP haben. Schickt ihn rein und boostet einen Schwertanz. Wenn euer Gegner euch nun idealerweise unter 33% eurer HP haut, habt ihr ideale Voraussetzungen für einen erfolgreichen Sweep, da in diesem Bereich der Sturzbach wirkt und eure Wasserattacken nun 50% mehr Schaden machen. Wasserdüse kommt so mit Step, dem Sturzbach und einem Schwertanz auf eine Stärke von 180, Kaltklinge sogar auf 337,5. Der Rest ist eigentlich simpel. Habt ihr langsamere Pokémon vor euch, benutzt ihr Kaltklinge oder Kreuzschere. Habt ihr schnellere Pokémon vor euch, nehmt ihr die Wasserdüse. Habt ihr alle Konter aus dem Weg geräumt oder weit genug geschwächt, so steht einem Sweep generell nichts im Weg. Zum Schluss noch einige Teamoptionen. Die Pflanzen- und Elektroschwäche lässt sich sehr gut mit Pokémon, die Voltabsorber, Blitzfänger, Starthilfe oder Vegetarier haben, ausgleichen. Boden-Pokémon sind gegen Elektro-Pokémon aber generell auch nützlich. Da ihr euren Gegner viel zum Auswechseln zwingt, schadet es nicht, euren Pokémon mit Tarnstein im Team zu haben, und ein Spinner im Team ist generell nicht verkehrt. Wie ihr euer Team genau zusammenstellt, überlasse ich euch. Zum Schluss gibt es noch eine Kleinigkeit für euch, und zwar dürft ihr aussuchen, welches meiner Pokémon ich als nächstes vorstellen soll. Ihr bekommt gleich im Outro eine Liste eingeblendet, sucht euch einfach das aus, was euch am interessantesten erscheint, und schreibt es in die Kommentare. Da dies die erste Folge ist, würde ich mich auch sehr über Feedback in den Kommentaren freuen, damit ich weiß, ob euch das Format gefällt. Ihr dürft auch gerne noch ein paar Fragen zu dem vorgestellten Pokémon stellen, wenn ihr wollt. Aber genug von mir, ihr seid jetzt dran. Wählt aus!